So eine Scheiße, ey. Das Mann, kommt. Ich will, das, gut ist. Ja, es geht halt auch nicht so easy einfach mit Slash-Fill. Du musst halt dann verschiedene Sachen beachten. Also vor allem, dass das hier auf der richtigen Höhe ist und nicht zu weit da hinten in das Haus geht. Hier hatten wir es ja schon genau so. Und das Feld müssen wir wieder fixen hier vorne. Ich glaube, wir machen mal alles im Creative. Also im Survival tue ich mir jetzt hier nichts an. Ich tue mal Items weg. Vor allem, dass das genau jetzt wieder passiert, wo du wieder hier bist. Na, wie so ein Fluch. Na, wäre das Pflicht oder was? Oder vielleicht ist auch so ein Comeback-Special. Ja, ich auch so das Gefühl, ja. Rietes Haus eigentlich ganz. Na, wir müssen auf jeden Fall Rietes Haus am besten genauso aufbauen und noch weiterbauen, damit er nicht wütend wird. Ja, da hat sich letztes Mal schon richtig drüber aufgeregt, als es passiert ist. Ja, was willst du aber machen? Weißt du, wie, du kennst die Mods nicht? Naja, klar, und dann immer dieses komische Ding, was irgendwie... Ich glaube, wir verbrennen das jetzt echt, ne? Ich mach's ja nicht mit Absicht, also... Ja, dieses Teil, also da kannst du quasi verschiedene Pokémon aktivieren, oder wie muss ich das verstehen? Ja, aber eigentlich gar nicht aktiviert, das ist ja das Kuriose. Ah, irgendwie rechts geklickt oder ausgewählt oder was? Gar nix. Hä? Ich hab's nur gespawnt. Ach so, ja gut, das ist halt der Fehler, also am besten überhaupt nicht mehr anrühren. Ja, ich wusste ja nicht, dass es das Vieh war, wisst ihr? Ich dachte mir so, oh, Pokémon, komm, machst du mal, greifst du mal Vieh an. Oh, meine Bären, jetzt wird auch erwischt, ja, mal schönes Feld, gell? Ah, oh, ey, jetzt müssen wir alles wieder aufbauen, aber gut, im Creative kriegen wir's hin, denke ich. Haben wir sonst nichts zu tun. Ja, genau. Ich wollte eigentlich ja mal ein Haus bauen und so, weißt du, für Shandy auch noch. Ich noch. Ich muss ja immer für andere Leute die Häuser bauen, wie in Infinity. Unser Haus selber ist noch nicht mal fertig. Das ist eigentlich mal das erste Haus seit irgendeinem Projekt, gell, was mal in Survival gebaut ist. Ja, stimmt, ne? In Snow Village ja nicht, aber in Tiny CA hast du, glaube ich, auch angefangen, ne? Ja, Voice Crack. In Dings habe ich ja keine Zeit gehabt, in Snow Village. Ja, aber stimmt. Aber ich zwei in Quarantäne, dann bin ich wieder auf Achse gewesen, wisst ihr? Na, das war ja nur mal ganz kurz am Ende des Projekts so, noch damit was steht. Na, damit ich überhaupt ein Haus habe. Ja, aber es war ja dafür umso krasser eigentlich. Das hättest du ja wahrscheinlich sonst gar nicht so groß gebaut, oder? Ich hätte es schon so groß gebaut. Ich bin halt immer so, ich baue eher kleinere Häuser, damit ich weiß, dass ich fertig werde. Außer ein Top-Attack, da traue ich mir auch mal größere Häuser. Habe ich wirklich Zeit? Und das Projekt geht auch lange. Weil Zeit ist ja bei mir das Problem, das ist wirklich das größte Problem so. Ja, na. Manchmal vermisse ich Single-Leben, aber... Na, aber guck mal, im Oktober oder September hast du ja auch noch das öfter quasi so hingekriegt, dass du alles unter einen Hut kriegst. Ja, weil da war noch nicht so die Zeit, wo sie jedes Wochenende bei mir gepennt hat. Jetzt ist ja die Zeit, da pennt sie jedes Wochenende bei mir. Da habe ich jetzt alles so umgestellt, dass ich quasi wie... Ich habe ja meine PS4 verkauft. Ja. Da hatte ich noch einen Controller übrig gehabt. Weil ich mir so einen Bluetooth-Adapter geholt und seitdem zocke ich im Bett hier Games. Na? Also, dass ich im Bett chille neben ihr, weil ihr stört ja nichts zocken. Ihr stört einfach nur, wisst ihr, sie hockt im Bett alleine und ich hocke im Stuhl. Ah, ja. Das ist halt dann immer schwierig, ne? Aber dann die Zeiten so, ich kann auf Controller keine Shooter, ich kann da kein Minecraft drauf spielen, gar nichts. Ich kann wirklich nur so Rennspiele, so Story-Games wie Far Cry spielen. Ja. Aber so S-Shooter und so, das geht gar nicht. Ja, klar, da musst du ja viel schneller reagieren, das kriegst du ja dann nicht hin. Ja, weil einfach, ich bin's gewohnt mit ich spiele bestimmt schon seitdem, ich denke dann nur auf PC. Ja, das ist halt echt so, wenn du es einmal drin hast, so lange, da willst du es auch nicht missen, dann später. Ja, und das ist das Problem. Na, warte, ich hab mich jetzt wieder in irgendeiner Höhle verlaufen, da muss ich mich mal mit dem Game Mode rauswinden. Du sollst mit beim Aufbauen helfen, Mann. Naja, deswegen, ne? Ich will ja nicht hier die ganze Zeit mich noch tiefer verirren. Vor allem wollte ich eigentlich mal meine Items rauswerfen. Ich bin schon wieder mit dem Kopf in drei Richtungen gleichzeitig. Typisch sick. Ja, ja, Pilze, ne, gell? Nee, da hat auch eine Strezeit noch gar nicht gut. Doch, der hat schon Items und so, oder was meinst ja, du? Keller. Ach so, nee, da war nix. Hoffe ich. Ja, wenn ihr so jetzt ist es weg. Nee, also ich hab das auf jeden Fall nicht in Erinnerung. Müsstest du mal seinen letzten Stream gucken oder so. Wann habe ich zuletzt mal Streams und so geguckt, Alter? Ich weiß nicht, so, das ist auch schon wieder eine Weile her. Weil eigentlich heute Stream, aber habe ich auch nicht geschafft. Ach so, ja. Seit wann warst du eigentlich da? Weil ich war ja erst ab 22:30 oder so hier. Seit um 10 Uhr da. Ach so, na, ich hatte ja da noch mit Erwi Varo aufgenommen. Gehe ich ja endgültig mal in Creative, jetzt reicht's mir. Und gleich werde ich wahrscheinlich das aus Rietzes Stream nachbauen, damit das auch ordentlich ist. Junge, ich denke immer, du hast dich hier stumm, gell? Hä, schon wieder? Ich war jetzt nur kurz mal am Schweigen. Ja, das ist ganz komisch, weil das Rauschen auf einmal aufhört, das ist wie, als würdest du dich stumm.
Ach so, nee, das ist wegen Discord, denke ich. Nee, das ist ein Mic. Ja, ne. Aber Discord drosselt das ja immer so runter, deswegen. Essen? Hä, wo ist denn jetzt Weizen? Ich habe gar keine Weizenkiste. Na, da tue ich es jetzt in Zepplings, mir jetzt auch egal. Ich meine, das ist ja eigentlich auch dein Lager, ne? Du weißt ja noch gar nicht die Sortierung. Ich habe das ja zwischendurch alles mal gemacht. Naja, ist ja eigentlich uninteressant, oder? Naja, nur falls du mal daran willst an die Kisten. So, ich glaube, eins hoch muss das noch gehen. Na. Dann sind wir auf der Ebene. Na, ich werde jetzt hier nicht alles mit dem Fill-Command machen, nur die wichtigsten Stellen. Ich mache alles mit Fill-Command. Na, ich würde sagen, bis hier. Das kleine Teil kann man auch mal per Hand machen. So, ich hoffe mal jetzt hier nicht. Ah, ne, da wird die Schmiede mitgerissen. Scheiße. Oh, ne, stimmt. Das darf man nicht machen. Das ist der Boden fort. Ja, dann machen wir bis zu dem Block hier, wo diese Reihe ist. Ich glaube, letztes Mal hatten wir das auch, deswegen fehlt hier die Kiste mittlerweile, die da drunter war. Haben wir die nämlich überschrieben. Ja, passiert am besten. Das muss man ja sagen. Hat er jetzt eigentlich das ganze Land wieder so mit zerfetzt, wie hier das letzte Mal? Ja, ja, durchaus möglich. Hier, das ist glaube ich noch von damals mit diesen kaputten Bäumen, das war vorhin schon. Das hat aber auch eine Kraft, das Vieh, oder? Oh ja, ey, warum gibt's denn sowas in dem Modpack? Vor allem, dass einem das so schnell dann passiert, das sollten die eigentlich gar nicht zulassen. Naja, das ist Wahnsinn. Denken wir, die Mod-Ersteller dachten sich so einfach nur, wie fucken wir die Leute ein bisschen ab? Ja, ne? Da kamen wieder die Praktikanten. Haben wir gefragt, okay, was führen wir heute ein, was die Leute nervt? No. Ich habe es. Lass ein Vieh erfinden, was einfach so aus nichts explodiert. Das ist lustig. Glaub mir. Dann kam wieder der Hausmeister-Praktikant und hat nochmal seine Ideen zum Besten gegeben. Ja. Nochmal gesagt, ja okay, die Sprengkraft muss aber auch wirklich krass sein, damit... Naja, das lohnt es nicht. Na? Das macht keinen Spaß. Ja, gell. Okay. Ich meine, so hat man wenigstens was zu tun, das macht ja dann schon Spaß. Das ist hier nicht ausgefüllt, ey. Da hat halt euch niemand gegraben. Ich würde hier einfach nur Fackeln setzen, das ist egal, wenn das hohl ist. Hier drüben genauso, da ist auch noch ein hoher Raum von damals, glaube ich. Hauptsache immer, es können keine Mobs spawnen, die einen dann oben nerven. So, jetzt wächst und gedeiht's doch. Sieht doch schon mal wieder gut aus. Sind meine Villager eigentlich noch da von den von Tiny? Gab's hier Villager in der Welt? Ich hatte in Tiny Villager hier. Ach so, ja, da wahrscheinlich schon, ne? Ich muss mal gucken, gehen wir dann gleich mal auf Tiny? Ja, können wir machen, ne? Weil mir ist ein bisschen die Lust vergangen an... an dem Modpack hier? Ja. Das hat schon wieder ein bisschen meine Stimmung runtergerissen hier. Oh, scheiße. Ja, es passiert halt immer das Gleiche, ne? Aber hey, keine Lecks mehr. Das finde ich echt geil. Ja, auch durch deine Festplatte, die du jetzt nicht mehr am PC hast, leckt's nicht mehr. Nee, ich hatte in Tiny Mod generell hatte ich immer einen Haufen Lecks gehabt. Ach so. Irgendwie macht meist der PC komisch. Manchmal denkt er sich, komm, wir machen heute mal gar nichts. Ja. Nur zocken. Und dann gibt's auch Tage, wo der PC sich denkt, komm, wir brauchen mal ihre FPS richtig runter. Oh ja. Oh Leute, hier ist ja das ganze Portal, das fällt mir jetzt erst auf. War vorhin vollkommen hier noch auf einem Berg und jetzt ist er einfach komplett weg. Nächstes Portal. Na hier, das schwebt jetzt einfach so. Da war der Berg bis hier vorne. Das ist schon wieder typisch. Wird ein Vieh gewesen, Junge, wo ich mal denke, ey. So, sind ja eigentlich fertig jetzt, gell? Naja gut, vielleicht kannst du ja oben nochmal helfen, den Berg einigermaßen wieder aufzufüllen. Den können wir ja mal so zwischendurch machen, oder? Genau, hier brauchen wir... Ich brauche eigentlich Taplings. Ne, das brauche ich alles nicht. Oh, ich weiß schon wieder nicht mal, wie die Hausfront war. Das riecht mich jedes Mal auf. Baublöcke brauche ich, genau. Chisel Stone haben wir auch mal Meilenstein. Stone Bricks sieht mau aus bei uns. Ja, so viel haben wir nicht, ne? Ich hatte doch eigentlich einen Haufen gehabt, ey. Ah, hier ist mein Reasing drin. Gleich weg damit. Oh ja, na. Nicht mehr anrühren. Hat sich Level 50. Richtig streck viel gewesen, ey. Und da haben wir viele OP-Goldöpfe. Ja? Ach so, hey. Haben wir die gefunden alle? Hm? Im Modpack geht das ja schnell, dass man mal so viel hat auf einmal. Richtig. Oh, mal langsam ordentliches Schwert haben wir nicht ins da hier. Oder eine Tierhose, kann ich mir gleich anzahlen. So, jetzt machen wir das, was Sig überhaupt nicht mag. Nämlich einen Holzstamm durchjagen. Oh nein, tu mir das doch nicht an. Ich aber verarbeite den zu Kohle, also von daher ist der Verlust nicht allzu groß. Naja, aber wenn der Holzstamm unten ist, das ist das Schlimme. Wenn der oben ist. Ich wollte nur mal ein bisschen reizen jetzt. Ja, wenn er oben ist, ist ja alles gut, ne? So, da jagen wir mal ein bisschen Koppel durch. Aber mal hier Koppel rein. Da haben wir keine Kohle drin, hier haben wir auch keine Kohle drin. Oh, da haben wir überhaupt was drin hier. Wahrscheinlich nicht. Automatischen Ofen hier, genau den meine ich. Was, einen automatischen Ofen hatten wir schon? Na, hier, der hier.
Warte mal, ich muss suchen. Ja, klar, der. Na, automatisch kann man den jetzt auch nicht nennen. Du jagst das Borch und gut ist. Aber krass aus dieser Achtfachofen, den ich immer gebaut habe, wo dann die Entities der gelöscht wurden. Da ich mal gerade mal die Entities gelöscht, das ist ja richtig. Genau. So, ich nehme jetzt mal Lava-Eimer. Oh. Brennmittel. Ja.